Moin, ich, Björn Köhler, bitte Sie im Namen aller höflichst um Hilfe. Worum geht's? Normalerweise hätten wir unsere solide Schule am 2.9. eröffnet. Moment, es weiß ja noch nicht jeder. Solide Schule, warum dieser Name solide Schule? Ja, solide Schule, weil Kinder endlich wieder etwas lernen. Gleich in der ersten Klasse. Bei uns lernen die Kinder endlich wieder richtiges und schönes Schreiben, flüssiges Lesen, gutes und schnelles Rechnen, auch im Kopf. Und das ist die Basis für alles Weitere. Die Kinder unserer Schule werden wieder so klug wie unsere Vorfahren. Beispiel, sehen Sie sich die alten Facharbeiter, also die von damals an. Also so ein alter Facharbeiter, der kann doch mehr als ein heutiger Jungingenieur. Die Alten, die konnten wirklich alles. Einfach so. Die konnten alles. Zurück, warum wir Hilfe brauchen. Ganz kurz. Von Beginn der Schulgründung an lief nichts normal. Ja, ich weiß, das ist so. Aber vor allem hatten wir viel Pech wegen des Schulgebäudes. Mit den Behörden. Und jetzt haben wir ein riesiges Glück. Denn wir haben jetzt das ideale Schulgebäude. Ideal für uns. Ja, schön. Aber ja, es muss jetzt so viel investiert werden, dass wir jetzt zusätzliches Geld brauchen. Achtung, halten Sie das Video mal an, machen Sie es ein bisschen größer und schauen sich das mal an. Das ist auch eine Art unserer Gegenleistungen. Die sieht man bei den Dankeschöns. Also bitte da auch genau mal hingucken. Wir bedanken uns nicht nur, sondern wir leisten auch was dafür. Also wenn Sie uns helfen wollen, dann teilen Sie bitte dieses Video. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann folgen Sie den Links unter dem Video. Vielen Dank.